Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play New Pokémon Snap. Eigentlich ist das Spiel zu Ende, doch Bandai Namco bzw. Game Freak nicht, die stehen da vorne, aber Bandai Namco hat sie in die Lumpen lassen. Die haben ein Update rausgehauen. Das Update Numero 2.0. Und mit diesem Update sind ein paar neue Pokémon hinzugefügt worden. Beispielsweise 20 Pokémon haben wir gesehen. Also was heißt 20 Pokémon haben wir gesehen? 20 Pokémon habe ich gehört, beziehungsweise gelesen. Ich habe nicht genau geguckt, welche Pokémon, aber 20 Pokémon sollen es ungefähr sein. 3 neue Gebiete sollen es sein und irgendwas mehr. Ein paar neue Filter und sowas. Wir gucken uns am besten mal an. Wir starten dann direkt ins Spiel. Und wir kriegen hier die Informationen zum Update. Ja, neu hinzugefügte Gebiete. Verborgener Pfad. Tag und Nacht. Großer Fluss Tag und Nacht und trockenes Ödland Tag und Nacht. Freischaltbedingungen müssen erfüllt sein. Weitere neue Inhalte. Filterstempel, Rahmen, Profilbilder und Forschungstitel. Zum Freischalten müssen natürlich Bedingungen erfüllt sein. Änderungen bestehende Bedingungen. Die Bedingungen zum Vervollständigen bestimmter Inhalte wurden aktualisiert. In hinzugefügten Gebieten. Ich weiß, es tut mir leid, ich lese zu schnell. Ich merke selber. Ich werde machen ein bisschen langsamer, okay? In den hinzugefügten Gebieten erwarten dich neue Pokémon. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß beim Erkunden der Lentil-Region. Okay, wir schauen rein. Ich habe extra meinen Safari-Hut und mein Safari-Dingens wieder rausgesucht. Ja. Du siehst aber heute fröhlich aus, Professor. Ist etwas passiert? Oh, ihr kommt genau richtig. Ich habe nochmal alle Daten analysiert. Und dabei neue Teleportierpunkte entdeckt. Echt, ist das so? Einer befindet sich in der Nähe des Dschungels auf Belos und ein anderer jenseits der Wüste auf Volka. Der Wahnsinn, aber hatten wir diese Insel nicht schon komplett erkundet? Beim Forschen kann man eben nicht jeden Tag neue Entdeckungen machen. Eben, ja, recht, der gute Professor. Ich denke, die neuen Gebiete werden ein ähnliches Ökosystem aufweisen wie die bereits erforschten Orte auf den Inseln. Also, aber man kann nie wissen. Dafür hast du ja uns, wir werden es herausfinden. Danke, ich verlasse mich auf euch. Ah, Todd, was geht ab? Ich habe gehört, dass einer dieser Orte für mich sehr nostalgisch sein könnte. Das wird bestimmt spannend. Ich habe schon gesehen im Trailer, ne? Ich habe gedacht, hey, irgendwie sieht das doch ziemlich ähnlich aus wie der Fluss. Wie der Sumpf im Pokémon Snap. Ich hoffe mal, wir werden hier vielleicht einen nostalgischen Trip erfahren. Ich bin sehr gespannt. Alles klar, lass uns wieder ganz viele Fotos schießen. Ich bin halt wirklich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wir kriegen sogar ein Geschenk dafür. Und zwar das Geschenk, einen neuen Filter. Kalt. Du hast Informationen Update gelesen. Super. Und wir kriegen Herzen. Supi und Luftballons. Wow. Krass, Alter. Wow, sogar eine Schleife bekommen wir. Sogar noch ein Design. Schöner Rahmen und so weiter. Und schon sind wir wieder im Spiel. Und wir sollten nicht so viel öffnen. Wir gehen direkt los. Ich meine, wir werden uns heute wahrscheinlich nicht um alles kümmern. Wir gucken uns erstmal eine Strecke an und nach einer Zeit. Ne? Wir machen heute mal ein bisschen gemütlich, ne? Nicht alles auf ein Video quetschen und so. Alles mit der Ruhe. Hey, hast du mal eine Minute? Ich verrate dir ein Geheimnis, aber behalte es ja für dich, okay? Gerade laufen Tests für eine spannende neue Funktion für das Neo One. Anscheinend handelt es sich dabei um eine Schrumpffunktion, die das Neo One samt Fahrer kleiner macht. Wow. Okay. Wollen wir das mal heimlich ausprobieren? Hey, was treibt ihr beiden denn da? Nichts. Nee. So, dann stört euch sicher nicht, wenn ich den Professor rufe. Oh, Professor. Hey, lass das. Ich erkläre es dir später, okay? Okay. Wo waren wir? Ach ja, das Schrumpfen soll automatisch geschehen, wenn man an einer bestimmten Stelle im Naturpark die Scan-Funktion benutzt. Okay. Lasst uns gemeinsam an dieser Stelle suchen. Ich wollte eigentlich in die neuen Gebiete, aber wenn wir heute die Schrumpffunktion ausprobieren wollen, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Lust mehr in die neuen Gebiete zu gehen. In die Schrumpffunktion machen wir später nochmal. Neues Gebiet verfügbar. Und zwar gleich 2 neue Gebiete. Einmal hier der große Fluss und trockenes Ödland. Und das war's eigentlich, ne? Na gut, wir machen heute mal, Schrumpffunktion machen wir später. Im nächsten Part eventuell, mal gucken. Großer Fluss, wir gehen rein. Ich hoffe, ich kann das noch. Ich hoffe, ich kann das noch. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, als ich es gespielt habe. Ja. Na, mal sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Man wird direkt mit Carpador begrüßt. Okay. Ach Gott, ich habe das Ding. Ah, habe ich das? Kann ich noch einstellen? Ich habe das mehr Dings-Fotos aktiviert. Das muss nicht sein. Oh, Papinella. Ich bin echt schlecht jetzt, ne? Es tut mir echt leid. Ich muss erst wieder reinkommen. Tut mir wirklich leid. Oh, Chimpep und Memeon. Hier könnte man ein gutes Memeon-Bild machen. So. Oh Gott, ich muss Musik, ne? Das ist übrigens sehr entspannt, wieder Pokémon Snap zu spielen. Krass. Oh! Wow! Wie guckt er, guckt das an, Alter? Der denkt sich auch so, Junge, ich chill mein Leben hier im Wasser, der Iptos Imperator. Wie nice ist das? Was geht mit dem Enton ab? Wird das gejagt von Griffel? Irgendwas hat er doch gemacht. Oh, da können wir was scannen. Kratzspuren, okay. Das Enton wollte gerade wahrscheinlich Psychokinese einsetzen. Ich gehe mal davon aus, dass wir es verkackt haben. Und es geht abwärts, Leute. Oh ja, Wildwasserbahn. Da sehen wir einen Kakadu, ein Tukanon. Entschuldigung, Kakadu. Oh Gott, da war eine Blume. Passiert da was? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist denn los hier? Oh. Vielleicht ist hier der Wasserfall ja was. Ah, vielleicht. Wir müssen uns hervorholen. Eventuell mit dem... Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass das mit Carpador hier zu tun hatte. Ne? Du mal als Beispiel. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Dass diese Tukanon vielleicht den Dings angreift. Oh, Tropius. Wusste ich auch, was ich höre. Es fliegt, es fliegt. Es freut sich wahrscheinlich sehr. Hä. Wir müssen auf jeden Fall bessere Fotos machen. Ne? Sind ja wahrscheinlich man muss wahrscheinlich mehrmals hier rein. Na, wollt ihr nicht aufstehen? Also hier kriegen wir gute Sumpex-Bilder. In den anderen Gebieten muss man tatsächlich erst da einmal komplett ins komische Gebiet rein. Hey, Anton. Na? Dieses Anton, Alter. Na, springt auch ein Wasser? Nee, ne? Ach, ist das herrlich. Neues Gebiet. Ich hab gedacht, das wären alternative Routen. Aber es sind ja komplett neue Gebiete. Oh. Oh. Da oben ist wieder Memeon. Hey. Oh, wow. Ach, das hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ja, super. Egal, ist zu spät. Alter, das ist so krass hier. Wo ist das denn? Ach, da. Ja, vielleicht muss man das hinlocken. Oh. Hat man nicht irgendwie noch eine Zoom-Funktion? Nee, ne? Bin mal. Oh. Hi, Anton. Ich bin der Meinung, da wäre irgendwie was gewesen. Babylon im Dschungelmuster. Okay. Dann war es das, glaube ich, gewesen. Was wir beim ersten Mal jetzt gesehen haben. Wir wissen ja, dass wir immer mehr freischalten, wenn wir die Gegend öfter besuchen, ne? Wie lief das erstmal auf dieser Strecke? Welche Pokémon bist du begegnet?
Ich frage mich auch, was mit der Motivation auf sich hat, ne? Wir machen mal automatische Auswahl und dann machen wir mal gucken, was mit der Motivation auf sich hat, was man hier jetzt noch machen soll. Man ist doch ja mal durch. Worauf kann man noch hinausarbeiten, außer jetzt auf Highscores, ne? Muss man sich auch fragen. Schauen wir mal an, was wir hier für ein Foto gemacht haben. Das ist halt ein hässliches Carpador gewesen, was du da ausgesucht hast, mein lieber automatisches Auswahlsystem. Okay. Ja, guck mal. Ich weiß, ich habe noch nicht alle perfekten Fotos, es tut mir leid, ich bin nicht echt. Ich habe zu viele Spiele zu spielen. Das ist gut. Guckt euch das Impergator an. 3 Sterne, aber nur Gold. Okay. Was? Okay, na, wenn du meinst. Ah, da fliegen wir Tropios. Ach, und gleich Diamant, ist klar. Nun, dann nimmt er das, Anton, ne? Was, Anton, gab's noch nicht? Ich weiß, es tut mir leid, ich weiß gar nicht mehr, welche Pokémon es alles im Spiel gab und welche wir noch gar nicht hatten, ne? Ich habe keinen Schimmer mehr. Oh, was? 45.000 braucht man? Oh. Neuer Rekord, der ist schön, aber ich würde gerne ins Level 2 reingehen, ne? Was kriegen wir denn dafür? Wir kriegen professioneller Fotograf, ja, super. Okay, ja, wir gehen nochmal rein, wir brauchen noch 5000 Punkte, ne? So, boost nochmal ein bisschen. So, mal gucken. Man hofft immer auf bessere Fotos. Kann ich abschmeißen? Wenn ich treffe, ne? Er taut ab, was jetzt? Er taut einfach ab. Und kommt nie wieder. So, dieses Anton. Schmeißen wir mal ab. Ah, wahrscheinlich muss man ihn fotografieren, während er diese Psychokinese macht, ne? Okay, boost mir am runter. Oh Gott, also, oh, habe ich noch getroffen? Da oben war eine. Und hier ist eine. Ach, und deswegen kommt dieses Video und Dschungelmuster. Also sehr viele Carpadore sind hier. So, gucken wir mal, ob wir Tropius angelockt bekommen. Ah, so aber nicht. Ach, dann halt nicht. Tut mir leid, dann halt nicht. So, war hier nicht irgendwo auch eine Blume, womit wir irgendwie Tucano angelockt bekamen? Aufstehen! Die wollen nicht so wirklich, ne? Oh, diese Anton sind so cool. Das ist wirklich cool gemacht. Hier oben haben wir nichts, ne? Ich gucke, habe immer Angst, dass irgendwas hinter einem was passiert. Ne? Man kann halt so viel verpassen in dem Spiel. Und ich habe auch bisher schon so viel verpasst. Da ist es doch. So, jetzt kommt hier das Tucano, glaube ich, ne? Ah, okay. Okay. Haben wir noch ein paar Carpadore? Es einfach verschwindet einfach, ne? Es mag uns denn nicht mehr, ne? Aufstehen!
Ja, er hat Tropius anvisiert. Er visiert denn nicht die anderen an. So, erstmal Apfel. Ah, er will, dass du dass man dich fotografiert, wenn du Apfel isst. Genau. Bedankst du dich? Okay, ich habe keine Stimme. Ja, dann war's das, ne? Hier noch Papinella haben wir noch. Ach, dahinter haben wir zwei. Ach, das. Okay, also die Blumen, die wir da beim Abwärtsgang runtergemacht haben, abgeworfen haben, die sind dafür da, damit man hier diese Papinellas bekommt. Nicht Papinellas, wie heißen die? Bibilon, genau, Entschuldigung. Damit man diese Bibilons bekommt, im Dschungelmuster. Ja, wir haben einige Fotos gemacht, ne? So, aber die 5000 Punkte sollten wir drin haben, denke ich mal. Und drei Sterne Anton. Ja, wow, was ist das denn für ein schlechtes Carpador? Okay, das ist besser. Sehr schön. Nemion kriegt man irgendwie kein gutes Foto, kann das sein? Das war einfach nur Wasser. Und Level 2, sehr gut. Neuer Rekord. Na, lad mal hoch, du. Tu dies. Ja, tust du dies heute noch? Ja, ich bin auch ein bisschen weit weg vom Router, ne? da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Okay, dann gehen wir zum Basiscamp. Wie war die Fahrt auf dem Fluss? Es sah sehr abenteuerlich aus. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Ja, abenteuerlich trifft es ganz gut. Ich habe mich ganz schön erschrocken, als das Near One plötzlich dem Wasserfall runtergefallen ist. Es erinnert tatsächlich schon an das Gebiet, ne, aus dem Original-Pokémon Snap, nur halt ein bisschen verwucht, nur halt ein bisschen mehr. Also an das Talgebiet, halt nur ein bisschen mehr. Überwuchert, ne? Wie wär's, wenn ihr euch als nächstes den Fluss bei Nacht anseht? Die allerdings Professor habt ihr. Wir dürfen also im Dunkeln diesen Wasserfall runterfallen. Das heißt nicht, dass ich Angst habe, kapiert? Okay. Ja, aber bevor wir in Level Dunkel dahin gehen, will ich mit euch nochmal am Tag hin. Auf Level 2, ne? Fluss, Nacht, machen wir später. Jetzt wollen wir erstmal beim... Oder konnten wir nicht Nacht auswählen, Level 2 auswählen, oder? Ich schau mal durch. Wenn jetzt nichts Neues passiert, dann schneide ich, ne? Doch, es ist Neues. Es ist ein Aber unter Wasser. Und da habe ich Safcons gesehen. Und deshalb haben die mit Felino gespielt. Oh Gott. Oh, Pokémon Snap ist halt so ein fantastisches Spiel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Unglaublich gut. So, jetzt ist aber das hier Dings weg, ne? Nee, der ist nicht weg. Hey, Morlot? Best Friends. So, irgendwas habe ich hier noch gesehen. Oh nein, ich werde von alles abgelenkt. Ich höre Anton. Es wird verfolgt von den Griffel. Und ist weg. Ne, noch holt man's. Ne, jetzt weg, okay. Meine Güte, dieses Spiel, ne? Oh. Oh, wir haben noch getroffen. Sehr schön. Ob was da was passiert, weiß ich nicht.
Auch getroffen. Ich werde mit euch das wirklich aufwecken, die Schlange. Oh, was? Was passiert? Ich konnte. Wir gehen hier im Busch rein. Im Busch rein. Wieso gehen wir hier im Busch? Warum? Was habe ich getan? Von was wurde ich hochgeschleudert? Alles klar. Oh, hier ist eine Höhle. Hi. Kapador, Alter. Anton. Filino? Ey, hab ich das? Ist hier irgendwas nochmal neu? Noch mehr? Wo will es hin? Ich glaube, ihnen ist das egal, wohin es geht. Na, habe ich ein gutes Filino-Schuld? Gutes Filino-Bild? Ich glaube nicht. Yeah. Was kommt jetzt hier? Kommt die letzte Kanon angeflogen oder was kommt jetzt anderes? Ja, hier sind zwei. Was würde wohl passieren, wenn ich die abschmeißen werde? Hm, aber erstmal jemand, aber sie erfahren werden, ich weiß es nicht. So, Impergator. Wo gehst du hin? Das stimmt, irgendwo da hinten hin. Ja, so ein paar Kleinigkeiten waren neu, ne? So die alternative Route. Ach, da oben hängt auch Vivillon. Kann ich die noch treffen? Ich habe gar nicht gesehen, dass da welche waren. Ah, es wird schwer. Nee, so weit kann ich nicht werfen, ne? Schade! Und dann gucken wir uns noch die Auswertung an und dann machen wir, denke ich mal, am nächsten Part weiter mit den neuen Inhalten. Wir sind also einiges dazugekommen, ne? Ja, da wurden ein paar mehr Fotos gemacht. Na gut, wenn du deinen Abok erkennst, ein guter Professor. Oh yes, das sagt man sehr gut. Ja, da waren schon bessere dabei. Anton, eine Sterne, sehr gut. Ja, immer noch das alte besser. Mhm. Warlord. Ja, wenn du es sagst. Oh, das ist gut. Das mag er. Ja, das war nicht so viel, ne? Was, bis nächstes brauchen wir nur 39.000, das ist sehr wenig. Na gut. Neuer Rekord. Ich krieg's noch besser hin. Ja, klar. Aber Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wir gucken uns jetzt in den nächsten paar Parts nochmal ein bisschen das neue Update an und dann soll es auch wieder gewesen sein. Das wird jetzt kein großes Let's Play mehr. Wir haben das Spiel schon abgeschlossen, quasi als die Hauptstory, und versuche alle Pokémon zu fotografieren, die ich hier so im Spiel finde.
Und ansonsten, ja, wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir gerne einen Kommentar, was ihr von diesem Update haltet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Ciao.